Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einem Format, das ich hier bei mir auf dem Kanal wieder mal aufleben lassen möchte. LS22 Road Trip, was so viel heißen soll, dass wir uns mal eine Map anschauen. Und zwar mit diesem John Deere werden wir über die Map fahren und uns alles Wichtige ansehen. Die Höfe, die Produktionen, die entsprechenden Landschaften und Felder und was es hier noch alles zu sehen gibt. Warum ich hier ja dieses Format wieder aufleben lasse, ausgerechnet mit dieser Map, hat einen einfachen Grund, weil wir zukünftig im Stream die Alteiche Westerwaldkreis, die neue Map vom Kalle zocken werden. Und da habe ich mir gedacht, das ist der richtige Moment. Da schauen wir uns einfach mal so als kleine Ouvertüre sozusagen hier diese Map in diesem Video einmal an, was uns da ab Freitag erwarten wird. Wenn wir hier, und das ist, werde ich ja auch immer so handhaben, nehme ich als neuer Farmer am Stadthof beginne, denn wir wollen so spielen, wie sich der Modder das auch dann vorgestellt hat, wie man dann eben hier anfängt. Und das ist ja beim Kalle immer, ja, eine solide, runde, praktische Sache. Wer seine Maps kennt, der weiß, die Frühling, die Butchern oder natürlich auch die Rehbach, alles Maps mit sehr guten Bewertungen. Und auch die Alteiche ist wieder mal ein kleines bisschen gestiegen. Seit gestern ist jetzt bei 4,6 eure Bewertung. Und das sagt natürlich klar aus, diese Map hier, der gute Kalle, hat wieder mal gute Arbeit geleistet. Und deswegen werden wir uns jetzt gleich hier mal in den John Deere setzen und das Radio einschalten. Sodele, und dann den Motor, und dann fahren wir mal zum Haupthof. Aber als allererstes werfen wir hier mal einen Blick auf diese Fläche, weil wir starten natürlich immer beim Händler. Und das ist der Händler. Und hier hinten gibt es auch eine Verkaufsstelle, nämlich am Restaurant Weller Schenke. Und man sieht auch jetzt hier schon wieder, ja, das ist mal was Besonderes, das ist mal was anderes. Hier ist auch genügend Platz zum Spawnen von Gerätschaften. Und das ist wunderschön hier im Dorf Alteiche. So, wir werden hier vorne rechts herumfahren. Und im Dorf selber hat es 2 Höfe. Auf der Map verbaut sind in Summe 5 Höfe. 3 Kuhhöfe. Oder ich sage mal 3 Höfe mit Kuhställen, ein Schweinehof und sogar ein Pferdehof. So, es ist frei. Wir fahren hier über die Kreuzung und da sind wir auch schon hier am allerersten Hof. Das wird unser Stadthof sein. Das ist der Wellerhof. Und hier gibt es Hühner, hier gibt es Kühe und hier gibt es, zuerst machen wir den Motor aus, und hier gibt es natürlich die entsprechenden Stadteinrichtungen. Ihr seht ja schon einen Waldra. Dann haben wir hier zum Beispiel ein Silo für unser Saatgut. Dann haben wir hier die Geräte drin. Grupper, Saatmaschine, dann natürlich ein Düngestreuer. Hier entsprechend Wender, Schwader, Mähwerk, alles schon da. Und dann haben wir hier noch ein weiteres Silo. Das Futtersilo. Und hier haben wir entsprechende Anhänger, Ladewagen, den Pflug, dann eine Walze, einen Wickler, eine Presse, kein Wickler, eine Presse, dann einen Anhänger. Hier haben wir einen Kuhstall und das Schöne an diesem Kuhstall, muss ich ehrlich sagen, der ist offen und der geht hier richtig rum, der läuft hier rum. Da vorne seht ihr die Kühe, hier ist Leben auf der Map und da freue ich mich schon drauf. Und vor allen Dingen haben wir hier auch 2 Durchfahrsilos, das gefällt mir auch sehr gut. Hier geht's dann, ja, hier ist die Miste und hier geht's dann zum Multifruchtsilo, auch typisch für den Kalle, immer ein Multifruchtsilo auch zu verbauen, damit wir natürlich hier zum Beispiel auch Stroh, Gras und Heu einlagern können und natürlich auch die Kartoffeln und Zuckerrüben. Ein Ballenlager ist ebenfalls auch schon hier am Haupthof verbaut. Hier geht es raus auf die Felder. Und hier haben wir natürlich auch einen Drescher und die nötigen Gerätschaften, wie zum Beispiel hier auch schon mal einen Fendt-Favorit mit entsprechendem Gerät hier vorne angebaut. Also ihr seht, wenn man hier loslegt, ist erstmal alles da. Ihr habt auch schon Kühe, ihr habt auch schon Hühner. Es ist alles schon mal da. Man kann wunderbar starten auf dieser Map. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Sogar ein Mischer ist bereits vorhanden. Wir haben hier viel Platz, wir können hier agieren. Und uns gehören auch schon einige Felder. Wir fahren mal hinten raus.
Und auf diesem Hof wollen wir starten. Ja, 5 Höfe sind verbaut und die Besonderheit, 4 Höfe können auch abgerissen werden, komplett abgerissen. Dazu gehört zum Beispiel dann auch dieser Hof. Der einzige Hof, der nicht abgerissen werden kann, zu dem fahren wir gleich. Das ist der Dorfhof. Und wenn ich richtig weiß, hier ist eben noch die Kuhweide. Die geht hier komplett rum. Dann gehört zum Beispiel auch, und das sehen wir jetzt gleich, dieses Feld gehört uns. Und das heißt, hier ist erntereif. Man kann also auch gleich loslegen und bekommt eben Stroh. So, hier ist noch eine Halle, die kann man noch erwerben. Die gehört noch nicht dazu. Und wir fahren jetzt mal hier rum. Hier sind Produktionen. Hier sind entsprechende Abladestellen, wie zum Beispiel die Molkerei. Und hier gegenüber, ja, müssen wir ein bisschen aufpassen wegen dem Verkehr, denn hier hat es der Landhandel. Und hier geht es eben auf den Dorfhof. Und diesen Hof kann man nicht abreißen. Die Gebäude sind, glaube ich, bekannt. Die kennt man zum Beispiel ja auch von der Frühling. Und der Unterschied hier zu diesem Hof bzw. zum anderen Dorfhof ist, hier haben wir keine Silos, also keine Durchfahrsilos, sondern hier wurde dann ein Fermentersilo verarbeitet, was natürlich die Arbeit dann auch interessant und einfach macht. Aber auch hier kleine Besonderheit. Normalerweise kennt man das, dass natürlich auch Stroh verarbeitet kann zu Silage. Das ist hier nicht der Fall. Gras und Häckselgut, also Heu und Stroh, kann hier nicht eingelagert werden und kann auch nicht verarbeitet werden. Nur Gras und Häckselgut, und das macht Sinn. So, hier haben wir dann Hallen. Dann hier das Multifruchtsilo. Dann gibt es auch hier eine Halle. Auch hier typisch ein Ballenlager. Dann ein kleiner Kuhstall, ich glaube für 45 Kühe. Yep, auch hier sind bereits die ersten Kühe da. Und natürlich dann das Farmhaus. Also das, wie gesagt, das ist der Dorfhof. Der kann nicht abgerissen werden. Und aber ich bin auch der Meinung, man sollte sich da wirklich auch ein bisschen zurückhalten, denn die Höfe, die sind eigentlich komplett und vollständig ausgestattet. So, wir fahren nochmal durchs Dorf. Und das Ganze hat schon sehr, sehr viel Flair. Also muss man ganz ehrlich sagen, also das ist eine feine, feine, solide Arbeit, wie man sie eben vom Kalle auch gewohnt ist. Immer irgendwo Restaurants, Außenbereiche, eine Feuerwehrwache ist hier ebenfalls verbaut. So, wir fahren hier rüber. Und im Dorf sind jede Menge Abladestellen, Verkaufsstellen. Und jetzt fahren wir einmal um die Map rum zu den anderen 3 Höfen und schauen uns die ebenfalls an. Wie gesagt, das ist eine schöne, schnucklige, kleine Karte. Kann man im Einzel-, im Singleplayer spielen, kann man aber mit Sicherheit auch im Multiplayer spielen. So, hier haben wir auch eine Verkaufsstelle, wenn ich richtig weiß. Nein, hier ist der Viehhandel, richtig. Hier ist der Viehhandel, da fahren wir einmal kurz durch. Und auch das ist immer eine schöne Sache. Die Maps werden beim Kalle immer so aufgebaut, dass man auch zum Beispiel wunderbar mit dem Drehschemel arbeiten kann und mit dem Drehschemel hier auch durchkommt. Das werden wir dann auch sehen. Die Höfe sind alle immer so ein bisschen aufgebaut und auch die Verkaufsstellen, dass man mehr oder weniger im Kreis fahren kann. So, was auch noch wichtig ist, auf dieser Map gibt es auch nochmal einen extra Bauplatz. Das kennt man ja auch vom Kalle. So, auch einzelne Schuppen, die man eben kaufen kann. Wunderschön. Und jetzt schauen wir mal, da haben wir ebenfalls auch wieder Kühe und das ist der große Hof, der große Tierhof bzw. Kuh. Hof, auf dem, glaube ich, 160 Tiere untergebracht werden können. So, und das ist der Sonnenhof. Auch hier kann man erstmal einmal rumfahren. Wir haben natürlich eine große, große Halle mit Werkstatt. Da schauen wir mal kurz rein.
Sodele, da hinten ist die Werkstatt. Ist eigentlich eine bekannte Halle, wurde, glaube ich, noch ein bisschen hier von den Texturen modifiziert. Dann haben wir hier wieder natürlich ein Fermenter-Silo, oder? Nein, das ist das Multifrucht-Silo. Dann hier hinten ein Lager für Wurzelfrüchte, zum Beispiel Zuckerrüben und Kartoffeln. Sodele, hier müsste das Fermenter-Silo sein dann. Silage-Hochsilo, auch hier nur Gras und Häckselgut. Und da, hier müsste eigentlich dann auch das Ballenlager sein. Auch spannend auf, hier entsprechend platziert, nicht schlecht. Dann haben wir hier natürlich unseren Kuhstall. 8 Tiere sind bereits da und in den Kuhstall müssten also 160 Tiere reinpassen, auch wieder mit Freilauf. Auf der anderen Seite ist dann der entsprechende Trigger. Und da schauen wir da mal kurz rein. 160 Tiere. So. Auf geht's zum nächsten Hof. Diese Höfe befinden sich hier, man sieht es unten in der Minikarte, am Ende bzw. in den Ecken der einzelnen, ja, der Map. Deswegen fahren wir jetzt einfach so im Uhrzeigersinn hier um die Karte herum und dann kommen wir schon zum nächsten Hof. Und in der Mitte der Karte ist im Prinzip das Dorf Alteiche. Und das Ganze, man sieht es auch, hat Höhenunterschied. Aber eben nicht so extrem, nicht so gravierend. Also man kommt hier sehr, sehr gut, kommt man hier zurecht. So, müssen wir ein bisschen auf den Verkehr achten. Und auch hier. Haben wir den Landhandel Westerwalds. Auch hier können wir praktisch mit dem Drehschemel einmal durchfahren und unser Material verkaufen. So, was natürlich auch ganz, ganz wichtig ist, wie kommt man an die Höfe? Es ist so gedacht, einfach das Farmland kaufen, dann gehört euch der Hof. Das habe ich hier jetzt auch so gemacht. Deswegen können wir uns auch die entsprechenden Silos, die entsprechenden Trigger und so weiter alles ansehen. Einfach das Farmland kaufen und euch gehört dann der gesamte Hof. So, jetzt müssen wir hier übers Feld, über den Feldweg. Und da hinten ist schon der nächste Hof, wenn ich richtig weiß. Nee, das ist gar nicht der Hof. Augenblick. So, was haben wir da? Kann das sein? Da ist sogar ein Feld hinten dran. So, ja, okay. Hier haben wir den Gesteinsbrecher, hier haben wir die Kalkstation. Und auch hier ebenfalls einmal das, um das Ganze hier herumgefahren. Hier gibt es dann auch, glaube ich, eine Abladestelle. Genau, eine Verkaufsstelle. Den Großhandel. So, jetzt fehlt uns eigentlich nur noch der Pferdehof und der Schweinehof. Bleiben wir hier einfach mal auf der Hauptstraße, fahren einfach hier, wie gesagt, am Maprand entlang. Wir haben hier links nochmal ein Feld. Und das Besondere auch hier, es gibt wieder zusätzlich neue Produktionen. Ihr könnt hier also zum Beispiel auch Pommes produzieren und da kommen wir nämlich auch jetzt gerade hin. Das sieht man dann hier. Hier dann der typische Kalle-Bauplatz. Dieses Land einfach kaufen, die ganzen Dekoartikel verkaufen bzw. entfernen. Und dann könnt ihr hier zum Beispiel noch eine weitere Produktion platzieren. So, wir machen hier auf. Sodele, da sieht man auch, hier gibt es Sonnenblumenöl, Zucker, Rapsöl und Pommes können hier produziert werden.
So, dann machen wir hier noch auf. Dann haben wir hier eben die Ablademöglichkeit und wenn man rechts rumfährt, kommen wir wieder raus. Das heißt, auch hier wunderbar mit einem Drehschemel zu erreichen. Also ich bin der Meinung, dann auch eben sehr, sehr gut spielbar, die Map. Und jetzt schauen wir mal, da drüben sind wieder weitere Gebäude. Das sieht mir doch ein bisschen nach dem Schweinehof aus. Und es gibt natürlich noch weitere Produktionen in Form oder mit den Erdbeeren. Ihr könnt hier zum Beispiel Erdbeermilch herstellen und ihr könnt auch gemischten Salat herstellen. Das ist dann eine Produktion, die sich gegenüber unseres Hofes befindet, die man dann eben auch dann käuflich erwerben kann. So, wir kommen zum Schweinehof und das ist der Windhof. Und jeder Hof hat hier auch einen schönen Namen. Da laufen auch schon die Schweinchen herum. So, Dille. Wir steigen hier aus. Auch hier ein Silo für den Schweinestall. Okay, da wird also das Material eingeworfen. Hier hinten können Zuckerrüben und Kartoffeln, wenn ich das richtig sehe, auf jeden Fall Kartoffeln gelagert werden. So, hier ist noch eine Fläche. Könnte sein, dass man da eventuell die Miste hin platzieren muss. Also hier haben wir Gülle. Wir schauen mal. Manchmal ist es eher erforderlich, dass man die Miste erst nachträglich, wenn man den Hof gekauft hat. So, hier haben wir natürlich dann wieder für Wurzelfrüchte zum Beispiel ein Lager. Aber man kann natürlich auch Gerätschaften unterstellen. Hier haben wir das Multifrucht-Silo. Dann die Hallen, die wir auch ähnlich schon kennen auf dem Haupthof. Hier natürlich auch wieder eine Hörmann. Glaube ich, müsste eine Hörmann sein. Wir gehen einmal durch die Halle durch. Also Abstell- und Unterstellmöglichkeiten gibt es derer viele. Sudele, da natürlich der Schlaftrigger. Auch hier Abstellflächen. So. Wenn man hier einmal rumkommt, kommen wir dann auch zu einem kleinen Unterstand. Und dann hier. Zack. 540 Schweinchen können hier auf diesem Hof entsprechend angeschafft werden. So. Das geht nicht auf. Wunderbar. Da haben wir hier soweit alles gesehen. Das wäre der Schweinehof. Auch hier natürlich, wie gesagt, kann man immer einmal um den ganzen Hof herumfahren. Und hier auch wieder das Ballenlager. Klassisch. So geht's weiter. Dann fehlt uns eigentlich nur noch ein Hof und dann haben wir alles gesehen hier. Fast alles gesehen. Also ich glaube, das wird nicht so schnell passieren. Obwohl ja, wie gesagt, die Map gar nicht mal so groß ist. Aber hier kann man schon einiges machen. Und vor allen Dingen, ihr seht es auch, die Felder sind jetzt auch nicht klein. Also das sind schon auch mittlere Größe, würde ich sagen. So, wir müssen links rum. Ups. Jo, auf der linken Seite der Schweinehof. Hier geht es ein bisschen bergauf. Und hier rechts geht es in ein Waldgebiet. Da ist auch eine Grasfläche zum Beispiel drin. Also auch Waldgebiete sind da und können entsprechend hier genutzt werden. Für alle, die gerne Forstwirtschaft betreiben. Hier gibt es auch wieder eine Verkaufsstelle, wenn ich richtig weiß. Jep. Auch hier wieder wunderbar mit dem Drehschemel zu fahren. So, Glück gehabt, dass von rechts nichts kam. Und jetzt kommt der nächste Hof, der auch wunderschön gestaltet ist. Also ich finde ihn wirklich ganz, ganz toll. Aber es ist halt ein Pferdehof und das ist jetzt auch nicht jedermanns Sache. Aber nichtsdestoweniger ist der wunderschön anzusehen. Und was natürlich auch ganz, ganz toll ist hier für die Atmosphäre auf dieser Map. Es sind Pferde unterwegs und daran darf man sich auf jeden Fall erfreuen. Da hat man dann auch wunderschön Leben hier auf dieser Map. Der Pferdehof. Und auch er hat natürlich einen ganz tollen Namen. Es ist der Glückshof. Denn ihr wisst ja,
auf dem Rücken der Pferde. Hier haben wir wieder einmal das Ballenlager. Dann haben wir hier natürlich auch wieder ein Silo, und zwar eine Siloanlage. Jetzt bin ich aber gerade ein bisschen irritiert. Das wird natürlich jetzt das normale Silo sein. Und hier gibt es wieder Unterstände. Auch hier ein wunderschön hier an der Seite angebrachter Unterstand. Dann einmal hier rumrum gelaufen. Hier gibt es dann Trainingsmöglichkeiten. Da könnt ihr eure Pferdchen also ein bisschen trainieren. Das gehört ja hier zu zur Pferdewirtschaft mit dazu. Hier ein Unterstand. Hier müssten auch die Halle aufgehen. Genau. Und hier sind die Stallungen für die Pferde. Wunderschön. Und das müssten 15, 16 Tierchen sind hier unterzubringen. Also, wenn das jetzt nicht wirklich romantisch ist, ich weiß es nicht. Also wunderbar, wunderschön. Wir steigen ein. Einmal rückwärts gesetzt. Und dann fahren wir mal zurück ins Dorf. Dann fahren wir nochmal zum Haupthof und gegenüber gibt es, wie gesagt, noch was zu sehen. Und es gibt auch noch eine, ja, eine freie Kuhwiese, Kuhweide. Schauen wir mal, die müssten wir jetzt eigentlich auch gleich finden können. So, hier unten hat es einen kleinen See mit einer Mühle. Den Ausblick muss man doch mal genießen, oder? Schaut euch das an. Ist das nicht schön? Ist das nicht prachtvoll? Machen wir doch gleich mal ein Foto. So. Ja, sorry. Und da sind wir wieder in Alteiche. Und jetzt müssen wir uns erstmal orientieren. Da ist wieder die Feuerwache. Und wir ziehen jetzt geradeaus durch. Da vorne ist unser Haupthof und dann fahren wir, glaube ich, links. Und dann müssten wir zu der Kuhweide kommen. Oder ist sie rechts? Jetzt bin ich ein kleines bisschen... Wir müssen rechts. Genau, hier ist ja die Einfahrt. Hier ist unsere Weide von unseren Kühen. Und hier vorne links, da gibt es nochmal eine weitere Weide. Eine Kuhweide, die man kaufen kann und sich um die Tierchen kümmern. Sudele, hier wird vermutlich gemolken. Ne? Hier ist das Material, die Milchkanne und so weiter. Hier ist die Weide, da drin wird dann gefüttert. Und die Weide hat eine Größe für... Hier ist der Trigger. Einmal öffnen. So, hier haben 80 Tiere Platz. Und auch hier sind schon mal 8 Tiere da. Auf dieser wunderschönen Weide. Also da gibt es jede Menge Optionen und Erweiterungsmöglichkeiten. Gar keine Frage. So, Dele. Dann fahren wir nochmal hier zum Haupthof und genießen hier ein bisschen die Aussicht. Jo. Das Interessante ist auch, dass hier tatsächlich der Tiertrigger ist, hier außerhalb an dem Tor und nicht direkt auf dem Hof. Und dann werfen wir nochmal ganz kurz hier zum Ende dieser Folge einen Blick auf die Karte, damit wir hier nochmal eine Übersicht bekommen, was hier denn alles wirklich auf dieser Map entsprechend verbaut ist. Wie gesagt, Freitag im nächsten Stream geht es los. Da werden wir diese Map zocken, 2 Stunden, wenn nicht sogar ein bisschen länger. Und wir spielen das Ganze im Stream immer so, wie sich der Mapper das Ganze dann natürlich auch gedacht hat. So, das heißt, wir starten als neuer Farmer und wir starten auf dem Haupthof, der sich hier befindet mit all seinen Geräten. Ihr seht es, hier links ist eben diese offene Kuhweide und man sieht es,
Die ist nicht allzu groß, aber trotzdem hat man ein tolles Gefühl, wenn man hier durchfährt. Ja, es hat dann trotzdem irgendwie eine gewisse Größe. So, lass mich mal kurz überlegen. Und zwar müsste theoretisch das ja hier der Sonnenhof, der Glückshof gewesen sein, weil hier haben wir den Pferdestall, richtig. Und das hier ist der große Kuhstall mit 160 Tieren. Das hier ist der Schweinehof und mit über 500 Tieren. Und hier unten, da ist der Dorfhof. Und das ist eben der Hof, der hier nicht abgerissen werden kann. Alle anderen könnten abgerissen werden. Und hier oben haben wir die Produktion. Und das hier ist dann nochmal ein zusätzliches Baufeld, das ihr euch also entsprechend kaufen könnt. Ihr seht, hier gibt es überall entsprechende Verkaufsstellen, mehr als genügend. Und die Felder sind nicht klein. Also wenn wir uns zum Beispiel dieses Feld hier ansehen, 3,3 Hektar, die 7 ist mit das größte 4,7 Hektar. Und ihr seht es auch, da sind teilweise helferfreundliche Felder dabei, wie die 10 und die 12 zum Beispiel. Aber dann hier die 9 mit 3,11 Hektar ist jetzt schon wieder ein bisschen anspruchsvoller, auf jeden Fall. So, was uns am Anfang gehört, ist die 35 meines Wissens, dann das Feld Nummer 1 und das Feld Nummer 31 direkt hinterm Hof. Damit können wir starten und da können wir entsprechend auch schon mal gleich ernten, nämlich auf jeden Fall Gras und Stroh, alles was wir brauchen, um erstmal unsere Viehwirtschaft zum Laufen zu bringen. Jo, also, wie gesagt, die wunderschöne Alteiche im Westerwald vom Kalle. Und ich freue mich drauf. Das wird mit Sicherheit eine ganz, ganz tolle Sache. Eine ganz, ganz tolle Map. Dann spurten wir nochmal hier zum Abschluss. Zum Hofeingang. Und ich denke hier mit dem Wellerhof, mit dem Schild, darf ich mich recht herzlich bei euch bedanken. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann am Freitag zum Stream sehen. Um 20.30 Uhr soll es losgehen auf dieser wunderschönen Map. Ich danke euch recht herzlich für die Aufmerksamkeit und sage wie immer Tschüss, ciao, cheerio. Bis zum nächsten Mal.